Damit herzlich willkommen zum Tuxflash im November. Doppelt besondere Folge. Erste Besonderheit, wir sind live. Hallo Tuxtage-Publikum. Und zweite Besonderheit, es ist die 10. Ausgabe. Das ist quasi ein kleines Jubiläum. Und da haben wir uns was ganz Besonderes zu ausgedacht. Nämlich, wir sind heute mal einer mehr. Wir sind ein paar Leute aus dem Tuxtage-Team. Dabei sind, wie immer, der Jean. Hallo in die Runde, einen wunderschönen guten Abend. Und als nächstes dabei haben wir den Patrick aus dem Techniker-Team. Einen wunderschönen guten Abend euch allen. Den habt ihr weder gehört noch gesehen bis jetzt. Und zum dritten Mal dabei, auch eigentlich dreifach. Sag was du willst, dreifach besonders. Das dritte Mal dabei, der Philipp. Hallo. War da nicht ein Kasten Bier? Zusammen, ja. Jetzt gibt es einen Kasten Bier, Philipp, das weißt du. Genau, ja. Genau. Das nächste Mal in Erfurt. Oh ja, ich freue mich schon, ich freue mich schon. Ja, und auf was ihr euch freuen könnt, sind die Themen. Reißen wir die mal ganz kurz an. Raspberry Pi OS ist neu rausgekommen. Gibt uns dann nochmal die Chance, über ein Raspberry Pi zu reden. Haben wir nämlich auch noch nicht. In 10 Folgen nicht einmal geschafft. Naja, kommt heute dazu. Dann plant System 76 mal ihren eigenen Desktop rauszubringen. Als zweites Thema. Und relativ frisch GIMP 3.0. Ich denke mal, das sind drei knackig interessante Themen. Ich freue mich, ich freue mich. Ja, ansonsten, wie ist das Stresslevel bei euch? Fragen wir mal so. Ja, noch relativ entspannt. Noch. Ich sag einfach mal ja. Ich muss sagen, der schlimmste Tag war heute, weil am Anfang hatten wir die Podiumsdiskussion. Das war wirklich sehr, sehr spannend auch für mich. Erstmal eine Podiumsdiskussion zu leiten, das war meine erste. Und dann gleich coole Gäste dabei zu haben, das muss ich sagen, hat mich sehr, sehr gefreut. Und aber seitdem ist tatsächlich das Stresslevel ein bisschen runter. Und ich würde vielleicht vorschlagen, dass Leute, die nichts reden, vielleicht im Mikro muten. Dann haben wir nicht so viele Störgeräusche im Hintergrund. Genau. Mal so nebenbei. So. Aber insgesamt, nee, es ist, wir sind gerade an den Tuxtagen live, für die das in der Aufnahme hören. Am Samstagabend, ja, sind eigentlich schon komplett fertig alle. Gestern Abend ging es los in der Gaming-Nacht. Da haben Lorenz und ich und noch ein paar andere, André auch noch, ein paar andere das Gegnerteam fertig gemacht. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten haben wir heute tolle Vorträge gehabt. Ich muss sagen, es ist unglaublich, wie viel Mühe sich ganz viele Leute gegeben haben für ihre Vorträge, wie viel Herzblut da reingesteckt wurde. Das bekommt man immer so ein bisschen im Hintergrund mit, so aus Gesprächen mit Betreuern oder so. Das ist einfach unglaublich schön und das freut mich echt, dass wir das machen dürfen, dass ihr da Vorträge, zur Verfügung stellt, dass ihr die dass ihr anderen versucht, was weiterzugeben und dann noch direkt mit so viel Elan, mit so viel Spirit dahinter, das muss ich sagen, hat mich heute echt sehr, sehr, berührt, könnte man fast sagen. Also wirklich, ich bin da ganz hin und weg und einen herzlichen Dank auch wirklich an alle, die das so uns möglich gemacht haben. Und jetzt haben wir den entspannenden Abend, so soll es sein. Und morgen machen wir dann noch ganz gemütlich mit verschiedenen Vorträgen weiter. Das ist dann ganz normal, Tuxtage. Das ist nichts Besonderes, aber sehr, sehr viel und sehr, sehr coole Vorträge noch. Die das in der Aufnahme hören, die haben sicher natürlich schon alles gehört. Oder gesehen. Ne? Oder gesehen, COD. Klar. Ja. Nee, ich muss sagen, stresstechnisch war das heute noch im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen entspannter. Und ich habe auch schon wieder Lob und positive Resonanz hinter den Kulissen gehört von den Vortragenden. Ja, muss man ja auch mal sagen. Und der eine technische Fauxpas dahin auf beiden Spuren, mein Gott. Passiert halt. Ja, passiert. Ja. Ja, nee, bei euch, bei dir, Philipp oder Patrick? Auch schon wieder. Ja, ich habe auch positive Rückmeldung erhalten, also. Ist auf jeden Fall besser als letztes Jahr, denke ich mal. Ja, wenn ich an letztes Jahr denke, da war das Stressniveau um einiges höher,
weil da ist man ja teilweise wirklich als Betreuer von einem Vortrag zum anderen Vortrag geeilt und ja, hatte eigentlich keine Zeit, sich noch mit der Person noch mal kurz ein Feedback einzuholen, weil ja, danke, war spitze und weg. Das ist heute zum Glück ein bisschen anders. Ich habe viele positive Feedbacks zurückbekommen, das ist das Schöne. Ja, so, wie gesagt, Stresslevel bei mir, da gibt es anderes. Mich kann man mit anderen Sachen stressen. Das freut mich, ja, dass es ganz gut ging. Ja, nee, das flutscht im Gegensatz zum letzten Jahr auch besser, weil wir auch ein Betreuer mehr sind, ne? Darf man auch nicht vergessen. Mehrere tatsächlich, ne? Also wir haben, glaube ich, wir haben 5 Betreuer oder 4 insgesamt jetzt, die dieses Mal machen. Ja, 5 Stück sind es. Ich bin jetzt von einem festen Mehr aus. Also einem festen Mehr, absolut. Mhm. Ja, wir suchen natürlich noch Betreuer fürs nächste Jahr. Also da denke ich, werden wir noch mal ein paar mehr Vorträge haben, weil ich musste am Ende tatsächlich ein paar Vorträge auch absagen, die ich auch gerne noch gesehen hätte. Aber es, ja, wo hätten wir die sonst noch reinstecken sollen? Also war dann irgendwann Feierabend. Also von daher suchen wir auf jeden Fall noch Leute. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, meldet euch gerne. Und ja, ich bin sehr gespannt tatsächlich, auf morgen und dann bin ich auch erstmal durch auf jeden Fall. Ne? Ja, apropos reinstecken sollen. Wir stecken mal eine neue SD-Karte in Raspberry Pi. Raspberry Pi OS ist vor kurzem neu erschienen mit Debian 11 als Unterbau. Ich hoffe, ihr habt es alle mitgekriegt. Ja. Ich hatte auch was gehört von 64-Bit, nicht mehr 32-Bit. Ja, unter anderem. Genau, ja. Also die Unterstützung hat es, dann hat es natürlich erstmal grundsätzlich alle Vorteile von dem Unterbau, sprich Debian 11 bekommen, also komplett neue Pakete, neuer Kernel, also nee, der 5.10er war vorher schon in den Images bereit, also die haben die immer nachgezogen, also ich zumindest bei dem Raspberry Pi, den ich im Einsatz habe, noch mit dem Debian 10 als Unterbau. Und ansonsten gab es relativ viel Änderungen auch im grafischen Bereich. GTK 3 wird jetzt unterstützt, was das Theming ein bisschen anders macht. Die haben damit auch die ganze Geschichte für Wayland als Grafikserver vorbereitet. Es gibt jetzt neue oder beziehungsweise mehr Benachrichtigungen auf dem Desktop, wer die Desktop-Oberfläche benutzt. Einen grafischen Updater gibt es jetzt. Und weniger proprietären Code. Was auch schon mal eine schöne Entschlackung ist, sage ich mal, ne? Wisst ihr, welcher Code proprietär war bei Raspberry Pi oder Raspbian OS? Wisst ihr das? Ad hoc, so auf die Schnelle nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da teilweise ein paar Treiber, glaube. Aber vielleicht weiß es ja jemand im Chat. Wir haben ja den großen Vorteil der Schwarmintelligenz des Chats. Vielleicht kommt es da, ne? Sind wir sehr gespannt. Ja, genau, aber ich kann erfahrungsgemäß sagen, dass ein einfaches Apt-Disk-Upgrade da nicht funktioniert. Also du musst schmerzhafterweise halt den Raspi komplett neu aufsetzen. Aber das hängt auch vom Setup an sich, glaube ich, ab, weil ich habe auf meinem Raspberry Pi Pi-Hole und ein WireGuard laufen und da habe ich das Update halt mal angestoßen und danach lief halt nichts mehr. Und genau, da ist wahrscheinlich besser, das von nochmal neu aufsetzen. Und du hattest natürlich kein Backup, oder? Nee, solltest doch, du schon das haben. Hatte ich glücklicherweise. Ja, wäre auch Quatsch, wenn nicht, ne? Ja. Genau. Kann ich aber bestätigen. Ich habe einfach mal Test, spaßeshalber. Ich habe einen Raspberry Pi bei mir im Einsatz als NAS mit einem Hardware-Attachment, wo ich 4 SATA-Platten rankriege und dort Open Media Vault installiert und habe da mal die Quellen auf Bullseye umgeschrieben und ein Dist-Upgrade gemacht und der kommt mit Python-Paketen nicht klar, der kommt in einem Zustand, wo Paketabhängigkeiten nicht mehr aufgelöst werden können. Also ad hoc ein Dist-Upgrade, leider nicht. Also die Empfehlung ist ja auch selber jedes Mal vom Raspberry Pi-Team, macht kein Dist-Upgrade, macht eine Neuinstallation, dann ist das deutlich sauberer. Neuinstallation werde ich bei meinen definitiv nicht machen.
weil als OpenVPN-Server und dann nochmal diese ganzen Zertifikate neu einpflegen. Nee, danke, das lasse ich lieber. Das mache ich nicht. Ja, die kannst du mitnehmen, oder? Läuft ja irgendwann aus. Ich meine, die kannst du ja auch separat vielleicht sichern oder so. Du musst die Zertifikate alle wieder dann bei der Neuinstallation reinbringen und machen. Ja, das, das ist mir zu viel Aufwand. Also dann bleibt das Pi 3 so, wie es ist mit dem alten und bleibt im Hintergrund laufen. Ja, kannst du es ja auch relativ lange am Leben lassen, wenn es eben nicht irgendwo im öffentlichen Netz steht. Ne? Du solltest es halt nur nicht übertreiben. Deswegen, ich meine, ich bin da eh schon mit einer ganz anderen Idee, aber das ist ein... Ich meine, der Support für Debian 10 ist ja noch nicht rausgefallen. Also von deswegen. Da, ja. Kann man das noch laufen lassen, solange man möchte? Ach ja, und dann wird umgestellt. Mal gucken, vielleicht gibt es ja auch dann nochmal neue VPN-Software für zu Hause. Mhm. Aktuell ist es immer noch bei mir OpenVPN, wegen auch teilweise wegen der Firma. Ja. Was aber vielleicht noch ganz interessant ist und was die wenigsten vielleicht wissen oder vielleicht weiß es jeder und wir sagen euch jetzt nichts mehr Neues. Wenn ihr einen neueren Raspberry Pi habt, nämlich die mit dem Prozessorbezeichnung C0T, müsst ihr mal auf dem Raspberry Pi auf dem Prozessor gucken, das ist diese lange Nummer. Wenn da C0T hinten steht, statt B0T, kriegt ihr einfach mal mit Debian 11 300 MHz obendrauf für Oma. Geil. Das ist die Generation, die auch bei diesem Raspberry Pi 400 mit drin ist. Da haben sie es, ja, ich sag mal, erfolgreich testen können mit ihren Hitzeproblemen und was sie da alles hatten, dass sie das quasi per Software gesteuert mit Debian 11 quasi auch auf die Nicht-Raspberry Pi 400 Modelle ausrollen können. Jetzt meine Frage, hast du es mal bei meinen ausgetestet? Nö, ich habe aber geguckt, hast du nicht. Ich habe zurzeit von Patrick eingeliehen, weil ich was anderes teste. Hätte sein können, wäre natürlich informativ schön. Ja, naja, schade. Kriegst du beides nicht. Schade. Naja, ja. Ist ja auch nicht schlimm. Hm. Aber ist vielleicht ganz interessant für die Leute da draußen. Also, wenn euer Raspberry Pi nach der Installation des neuesten PyOS 300 MHz mehr hat, wundert euch nicht, freut euch. Müsst ihr nur gucken, passt die Kühlung. Ne? Also, mehr Megahertz bedeutet auch mehr Wärme. Aber kostenloses Upgrade. Ist eine schöne Nummer. Jean, hast du so einen Raspberry Pi im Einsatz? Oh ja, tatsächlich als ganz, ganz anderes System. Und zwar Bitcoin. Ein Bitcoin-Node habe ich da darunter laufen. Kannst du relativ einfach einrichten. Musst du eine Port-Weiterleitung einrichten an deinem Heim-Router dann. Und dann läuft das Ding, eine externe Festplatte dran und dann hast du einen komplett vollwertigen Teilnehmer im Bitcoin-Netzwerk und sicherst es damit. Und ja, du verdienst damit natürlich keine Bitcoins, dafür sind die Raspberry Pis nicht gut, die sind nur dazu da, ich sag mal, das Netzwerk zu sichern und sicherer zu machen. Und je mehr Teilnehmer es in diesem Netzwerk gibt, die aufpassen, dass alles richtig gemacht wird, desto sicherer wird es. Also ja, das habe ich einmal laufen und dann einmal zu Hause habe ich hier einen Pi-Hole auch laufen. Und früher hat man einen Nextcloud drüber laufen. Das war aber nicht so mein Favorite, muss ich sagen, weil das Ding war echt sehr, sehr langsam. Und dann haben wir uns mal, ich glaube, vor 2-3 Jahren so einen eigenen Home-Server angelegt oder zusammengebaut tatsächlich auch, der dann jetzt auch eine ganz gute Heim-Nextcloud quasi hat. Aber Raspberry Pi-mäßig, doch, habe ich schon so einiges gemacht. Und ich muss sagen, ich finde es immer unglaublich, wie auf so einem Mini-Teil dann noch so viel laufen kann. Und du kannst halt gefühlt alles damit machen. Und jetzt mit 64-Bit auch nochmal. Ich finde das super, diese Neuerung. Und auch wenn der Raspberry natürlich auch dieses OS jetzt, wir sehen hier, oh, jetzt wurde auf GTK 3 geupdatet. Es klingt nicht so, als ob das jetzt so unbedingt aktuell ist. Also GTK 4 ist ja schon im Anmarsch. Dass man jetzt es auf GTK 3 updatet, ist so ein bisschen, ja, es stört nicht ja, im Raspberry Pi OS. Das ist sowieso ein ganz anderes Universum für sich, würde ich sagen. Und von daher passt es schon. Aber generell, klar, ist vielleicht auch ganz gut, dass so ein Minicomputer auch nicht unbedingt immer die aller neuesten Features hat im Betriebssystem, weil wozu brauchst du die in der Regel? Also von daher bin ich da echt sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, auf jeden Fall. Ja,
es soll ja, wenn ich richtig gelesen habe, nächstes Jahr oder 23 der Raspberry Pi 5 kommen im ersten Halbjahr. Da hast du richtig gelesen. Ja, ich weiß noch nicht mehr, ob nächstes Jahr oder erst 23. Nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr gleich. Ach, nächstes Jahr. Also die Information hatte ich heute am Vormittag gelesen. Da stand nächstes Jahr. Hauptsache, der ist vom Layout kompatibel zum Vierergehäusen, sonst dreh ich durch. Ich glaube nicht. Ich hoffe es, weil schon wieder neue Gehäuse, nee. Das wird wohl so wieder passieren, dass das Layout sich wieder ändert. Ja, die Gehäuse. Ich habe leider noch keine Bilder oder sowas gesehen. Bin ich mal gespannt. Die Gehäusebauer müssen ja auch wieder Geld verdienen. Ne? Also ich finde die Gehäuse teilweise echt teuer für die Raspis, oder? Also manche sind super billig für 2,50 oder so. Aber manchen zahlst du ja schon mal 15 Euro nochmal. Und das ist das Gehäuse, was ich mir geholt habe für das Raspberry, was jetzt gerade Micha hat, hat 30 bis 35 Euro gekostet. Das ist viel. Er muss aber auch bedenken, Vollaluminium und das Gehäuse ist komplett der Kühlkörper. Ne? Ja. Hat also auch komplett die Verbindung auf allen. Da steckt ein bisschen mehr Konzept dahinter, als nur Gehäuse zu sein. Ja, gut. So wie ich es auch gerade im Chat lese. Wozu hat man einen 3D-Drucker? Man braucht aber erstmal einen 3D-Drucker, um sich die Gehäuse drucken zu können. Ja. Ja, du, wie man es nimmt. Philipp, hast du einen Raspberry Pi? Bitte? Hast du einen Raspberry Pi im Einsatz? Hatte ich das jetzt... Ja, genau. Ich hatte erst den 2er im Einsatz und jetzt habe ich halt den 3er im Einsatz mit Pi-Hole und WireGuard. Also Pi-Hole WireGuard hast du. Genau. Das hattest du gesagt. Ja, sorry, manchmal. Ja, ist für mich auch die 8. Stunde. Müssen wir irgendwie gemeinsam durchkommen. Manchmal ist die Aufmerksamkeit seit früh ein bisschen dahin, sage ich mal. Ne? Das ist ganz normal. Nö, ich bin gespannt. Also ich werde auch irgendwann mal in den sauren Apfel beißen und meine NAS mit Open Media Vault neu aufsetzen. Das Interessante ist, durch dieses Attachment-Teil für diese vier SATA-Platten, die hatten Python-basierte Steuerskripte. Da hatte ich so ein bisschen Bedenken, ob die dann auf Debian 11 laufen. Ich konnte es inzwischen ausprobieren. Es läuft. Und irgendwann werde ich dann mal in naher Zukunft, ferner Zukunft, also ich sag mal so, Weihnachtsfeiertage kommen auch irgendwann mal meine NAS quasi auf Debian 11 als Unterbau und Open Media Vault 6 ist es upgraden und dann mal gucken, wie es ist. Dementsprechend bin ich gespannt. Ja, ansonsten. Die Pis haben auch für uns auf Arbeit große, große Vorteile, dadurch, dass sie wirklich so klein sind. Ja, klar, kommt es, ist auch es ist standardisierte Hardware. Geht's kaputt? Gehst du entweder mit einer Speicherkarte oder mit einem Pi zum Kunden, wechselst aus und gut. Also genau. Wenn du ein Backup von dem Image hast, natürlich. Ne? Das macht das Ganze. Muss so ich schmerzhaft jetzt bei den Kunden feststellen, dass ein Backup definitiv gut war, wo es das Pi zerlegt hat, weil wir nutzen es mittlerweile arbeitstechnisch halt als SIM-Clients. Und damit ist das eigentlich, weil besonders im 2-Monitor-Sektor sind die neuen Pis ganz gut. Sehr cool, sehr cool. Ja, als SIM-Client reichen die auch völlig aus, das ist sehr schöner. Ja, vielleicht mal die Zuschauer so gefragt. Was oder Zuhörer, was nutzt ihr denn so für Projekte mit euren Raspberry Pis? Also, was macht ihr mit euren Raspberry Pis? Würde uns, denke ich, doch mal alle interessieren, oder? Schauen wir doch mal. Das lassen wir einfach mal laufen. Was so nebenbei. Absolut, absolut. Ich lese gerade, gibt es jemanden, der seine Gehäuse selber druckt? Ja, wenn man 3D-Drucker hat, alles super. Das stimmt, ja. Ja, ja, krass, 3D-Drucker, sehen wir tatsächlich auch morgen nochmal was, ne, über Vim, glaube ich, ne, und OpenScan. Bin auch sehr gespannt. Warte, ich kann es dir genau sagen. Ach ja, du bist der Betreuer, oder dann? Genau. Ah, herrlich, ja.
Und zwar ist das morgen von 12.30 Uhr bis 13 Uhr. Da hat er. Sag ruhig. Mit Wim über OpenSCAD zu 3D-Druck. Ist vielleicht was doch Interessantes. Sehr cool. Ja, und währenddessen sprudeln hier schon die Nachrichten rein, was hier alles genutzt wird. Wir haben einmal Backup-Server von Kubernetes-Cluster. Oh, Backup-Server ist auch eine gute Idee. Nutze ich tatsächlich auch als so Mini-FTP-Server. So, ich muss sagen, so toll ist es nicht. Ich muss es wieder über SSH machen. Dann einmal Nextcloud im Raspberry Pi haben wir hier einmal. Steuerung eines selbstgebauten Roboters. Boah. Warum habt ihr keinen Vortrag bei uns gemacht? Das wäre richtig cool. Drucker-Server, ja, 3D-Drucker, Octoprint haben wir hier einmal. Ein DHCP-DNS-Server, also sowas wie der, wie heißt es nochmal, das Ding? Pi-Hole, sowas in die Richtung? Pi-Hole, ja. Genau. Und was haben wir hier sonst noch? Domotic Octoprint haben wir hier wieder. Genau. Auto-Streaming mit mit Mood, Docker und AdGuard, okay. Audio-Streaming. Mhm. Ja. Kennt ihr das? Mood, Docker? Mood nicht, aber als Audio-Streaming-Plattform kannst du ja auch ein Apache oder ähnliches drauf laufen lassen. Das reicht. Also das kann ja auch problemlos machen. Mood selbst nicht, kenne ich jetzt nicht. Oh, ja, es gibt immer Sachen, die man nochmal ausprobieren muss. Und tatsächlich, ja, ich muss sagen, ich habe noch so ein Raspberry Pi rumliegen und ich habe, weiß noch nicht, was ich mit dem machen soll, so richtig. Also richtig, ich sag mal, sinnvoll. Ne? Das ist die Frage. Kannst ein Volumi installieren. Das ist auch eine Idee. Oder unsere Uni FSI von unserer Fachschaft Informatik, die hat einfach nur einen Raspberry Pi, der quasi mit dem Sensor misst, ob die Tür offen vom FSI-Zimmer ist oder zu. Und das wird dann je nachdem auf der Webseite angezeigt, ob die Tür gerade offen oder zu ist. Ganz, ganz wichtig. Aber es ist witzig. Es ist tatsächlich schon gar nicht so schlecht, wenn du dann mal schaust, ah, okay, ist gerade jemand im FSI-Zimmer, dann ist die Tür offen und wenn nicht, dann ist die Tür zu. Ja? Geht man schnell ins Hochhaus oder spart man sich den Weg, so nach dem Motto. Das ist ganz cool eigentlich. Meintest du aber nicht auch. Ja, aber du hast schon einen Vortrag für nächstes Jahr, kannst du gleich aufschreiben. Ja, cool. Ja, schreibe ich mir gerne auf. Absolut, ja. Über was nochmal oder habe ich das nicht gecheckt? Na, Robotervortrag. Robotervortrag. Ja, der ist dabei. Der ist dabei. Hat der geschrieben, er macht mit oder was? Gerne nächstes Jahr. Super. Ja, gerne. Freut uns. Gerne. Wäre eine richtig coole Sache. Kann man nochmal gut dazu lernen. Garagentür, Licht im Keller, die Klingeln etc. Smart Home und so ist auch nochmal eine Sache. Ja. Das Feld ist so weit. Ach, TV Headend, genau. Smart Home, das wäre auch noch so eine Variante, wo ich am Überlegen bin, um das einzusetzen irgendwo. Ja, die Sache ist eigentlich, ja, ich mache gerne das Licht nochmal selber an, weil wer weiß, ne? Auch wenn das dann manchmal Open Source Systeme sind, Minecraft gibt es ja beispielsweise, was so ein Open Source Assistant ist. Aber ja, ich mache mein Licht auch so gerne an, muss ich sagen. Und dann weiß ich, ja, analog ist manchmal gar nicht so schlecht. Ich hätte ja gerne beides. Also sprich, Lichtschalter normal betätigen, alles schick. Aber wenn du dann halt irgendwo auf der Couch oder was weiß ich nicht, entweder über das Tablet am besten dimmen oder gleich ausschalten. Klasse, und ja. Das wäre so eine Variante, welche mir vorschwebt. Aber ich weiß nicht, ob das hundertprozentig so funktioniert. Na, da gibt es doch die universal analoge Fernsteuerung für sowas. Hausschuh, hast zwei Versuche. Aus. Nee, stimmt, ich habe vier Versuche. Ich sehe meine Katzen noch. Die kommen auch meistens zurück, dann hast du vielleicht noch. Deswegen. Mit Leckerlis mal kurz reingeloggt und dann mal nochmal ausprobiert. Oder gleich so dressiert, dass sie das machen. Die geben sogar auch noch manchmal Sound, ne? Nein, Spaß. Okay. Nee, oh, sorry, also. Sorry. Das tut mir leid, ja. Man muss halt ein bisschen trainieren. Das stimmt, das stimmt. Naja, da lese ich. Open Media World mit diversen Docker-Containern, ja, habe ich auch mit drauf. Alles Mögliche. Ja. Webserver, Nginx, Proxy Manager, Portainer, alles Mögliche. Wow, also ja, das ist unglaublich, was du alles machen kannst. Eigentlich braucht man mal so eine Raspberry Pi-Serie auf dem Linux Guides Kanal oder auf auch anderen Kanälen gerne.
Das wäre eigentlich mal ganz cool, wenn man da so ein paar Projekte vorstellt. Es gibt ja verschiedene YouTube-Kanäle, die sowas, ja, aus sowas machen. Ich glaube, Recipe Cloud, und wie heißt der? Genau. Recipe Cloud, ja. Recipe Cloud. Ja. Raum für den Dennis oder Daniel Schröder? Oh, ich weiß es heißt nicht. Heißt eigentlich Dennis oder Daniel Schröder? Keine Ahnung. Ich möchte mich jetzt auch nicht in den Nesseln setzen. Falls er zusieht, Grüße. Aber ansonsten, ich bin mir gar nicht sicher. Na, ansonsten kannst du, wenn du des Englischen mächtig bist, Nova Spirit Tech dir angucken. Der hat eine eigene Raspberry Pi Self-Hosted-Serie. Muss ich mir anschauen. Dementsprechend, ja. Ne? Also, das Ding kannst du mannigfaltig einsetzen. Das ist unglaublich. Wie gesagt, ich habe einen als NAS, dann habe ich einen als RetroPie, als universelle Spiele-Emulationsstation, um einfach das mangelnde Platzangebot irgendwie optimal auszunutzen. Ne? Also, ich habe zwar auch eine physische Sammlung alter Spiele, aber irgendwo ist dann auch der gemietete Platz, ne, den man so hat, oder gebaute Platz, je nachdem, begrenzt. Ja, und dann bastle ich gerade dabei, mir auch so ein Raspberry Pi als Thin-Client fürs Homeoffice einzurichten. Ne? Denkt dran, Energiekosten steigen, da muss man mal gucken, dass man die Clients relativ sparsam kriegt. Ja, und das ist halt auch Intention. Beim Kunden halt. Mhm. Das stimmt. Wenn ich überlege, bei mir, ich habe ein Pi als VPN-Server plus Pi-Hole für meine Eltern halt mit. Dann ein Pi lange Zeit mal als Docker gehabt. Und noch ein Pi, was hinterm Fernseher klemmt, als Kodi. Als Multimedia-Client. Hatte ich auch mal, stimmt. Mhm. Wo es bei mir bloß gerade hapert, ist halt Kodi mit Jellyfin zu verheiraten. Aber brauchst du dann nicht eine Audio-Lizenz? Da brauchst du doch irgendwie eine Lizenz, die irgendwie so ein paar Euros kostet. Wofür? Wenn du jetzt Kodi auf dem Pi verwendest. Nein, Kodi ist komplett frei. Das kannst du so ganz easy verwenden. Es gibt ja Open Media Vault, heißt das, ne? Hast du ja gemeint, ne? Nee, nicht Open Media Vault, ist was anderes. Nee. Es gibt ja so ein Raspberry Pi Kodi. LibreElec hieß es, glaube ich. Genau. LibreElec, genau. Das kannst du ganz easy. Und das ist ja das normale Kodi. Genau, ja. Also das kann man nur empfehlen. Ich muss sagen, bei mir ist halt bloß der Punkt, ich will das gerade, das Kodi mit meinem Jellyfin-Server zum Verheiraten. Ist auch eine coole Sache. Wobei, ich muss sagen, ich hatte mal ein LibreElec im Einsatz. Das war vor 4 Jahren schon, mittlerweile ein bisschen her. Mir 4 Jahre müssen schon mindestens sein. Das war bei einer Familie, die haben quasi keinen Fernseher mehr gehabt quasi, oder keine Fernsehbox mehr. Und da habe ich gesagt, ja gut, machen wir doch mal einen Raspberry Pi und LibreElec. Und da gab es dann noch verschiedene Plugins für Kodi, dass du dann beispielsweise über verschiedene Fernsehsender dann da reingehen konntest. Allerdings hat das manchmal nicht so richtig funktioniert. Also, dass dann irgendwie das Ding mal abgeschmiert ist, dann haben die ihre Services beendet. Das ist ein bisschen schade dann immer. Dann haben wir das Projekt, glaube ich, nach einem Jahr dann leider beenden müssen. Aber eigentlich ist es eine coole Sache. Aktuell habe ich es bei meinem Bruder noch laufen. So, wie du es gerade erzählt hast. Und bei ihm funktioniert es aktuell wunderbar. Okay, mit diesen ganzen. Ist, wie gesagt, schon 4 Jahre her. Ich bin ganz zufrieden. Ja. Okay, das ist super. Ich habe es vor 2 Jahren bei ihm aufgesetzt. Funktioniert wunderbar. Kannst du sagen. Ich habe damals mal mit dem Raspberry Pi Modell B angefangen, also dem Einkerner mit 512 MB RAM. Mit dem, wie hieß denn der Vorgänger vom Kodi, XBMC. Genau. Das hat dann auch noch wunderbar funktioniert und irgendwann haben sie wirklich die ganzen Plugins abgeschalten. Oder die haben dann nicht mehr funktioniert. Das war so schön, um jetzt mal ein bisschen auszuschweifen oder auszuholen. Da gab es einen Service, der, wo du alle South Park-Folgen streamen konntest, wann du willst. Das war relativ, ja, angenehm, sage ich mal. Aber irgendwann haben sie immer mehr abgeschalten. Dann wurde es irgendwo ein bisschen, ja, unbrauchbar für mich. Ich habe dann nur irgendwann mal mitgekriegt, Mensch, dieser Raspberry Pi, der jetzt so klein ist und relativ günstig. Mein erster
größte, also wirklich eigener PC, das war auch damals so ein Desktop-Gehäuse, bockig schwer, sonst damals, hatte auch ein Pentium 3 mit 700 MHz und nicht mal 512 MB RAM. Oh, ja. Wo wir hinkommen mit der Zeit und mit der Entwicklung, ja. Ne? Apropos mit der Zeit und mit der Entwicklung hinkommen, wa? System 76 plant mal wieder was Eigenes zu entwickeln. Habt ihr das mitbekommen? System 76 sind die, die PopOS machen. Nur mal so, falls das einige nicht wissen. Die planen nämlich schlichtweg nicht nur, dass sie jetzt einen eigenen Desktop schon haben, nämlich ihren Cosmic Desktop, der auf GNOME basiert. Die gehen jetzt sogar oder planen den Schritt weiter zu gehen, diesen Cosmic Desktop komplett eigenständig ohne GNOME zu entwickeln, sprich einen eigenen neuen Desktop der Linux-Welt zur Verfügung zu stellen oder der Open-Source-Welt, sagen wir es mal so. Oh! Ja, das Ganze soll in Rust erfolgen oder auf Rust basieren oder so. Jetzt ist natürlich die Frage, Desktop-Umgebung, haben wir doch wie Sand am Meer? Braucht man das? Wird's spannend? Ich weiß es nicht. Es ist aber noch höchst spekulativ. Also die planen das noch. Jetzt ist nur die Sache, wie ist denn eure Meinung dazu? Braucht man wirklich noch einen Desktop? Habt ihr Bock drauf, sag ich mal? Ja, ich würde sagen, die Vielfalt macht's ja. Das ist ja der Vorteil an Linux. Du hast ja die breite Fülle an Desktops, die du verwenden kannst. Und das, was dir am besten zusteht, das nimmst du ja dann auch. Naja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich persönlich auf einen Laptop Linux Mint Cinnamon reicht mir völlig aus, auch wenn es hässlich ist. Aber das erinnert mich zu sehr dann an Microsoft. In diesen Punkten. Ich bin der Meinung, zu viele Desktops, das ist dann irgendwann ein bisschen zu viel, too much. Da weiß dann keiner mehr so richtig, wohin der Weg gehen soll. Das ist meine Meinung. Ich muss sagen, ich sehe das viel gespalten. Ich bin erstmal neuen Sachen erstmal neutral gegenübergestellt. Mal schauen. Die Sache ist, haben sie wirklich ein neues Konzept? Haben sie wirklich was sie komplett anders machen wollen? Was sich wirklich nicht mit einer Codebasis eines alten Projektes, machen lässt? Ne? Dass sie jetzt Rust verwenden, das ist zwar eine nette Neuerung, aber wenn das die einzige ist, dann ist es mir zu wenig. also von daher, ich bin sehr gespannt. Je nachdem, wenn sie wirklich neue Konzepte bringen und, ich sag mal, eine neue Codebasis, von mir aus, warum nicht? Aber es muss wirklich einen richtig handfesten Grund geben, nicht einfach so, ja, wir sind die Leute von PopOS und wir machen jetzt einen Desktop und das war's. Das ist mir zu wenig, auf jeden Fall, erstmal. Aber ich muss sagen, ich habe da wenig geschaut, was da wirklich geändert werden soll. Aber mehr weiß man nicht, hast du gemeint, ne? Ja, bis jetzt noch nicht. Also die sind wirklich noch in der Planungsphase. Das wurde mal gedroppt über Twitter. Bin ich auch so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits, ich bin jetzt alle paar Jahre bin ich am Desktop-Environment wechseln, weil ich gerade mit was anderem besser zurande komme. Zurzeit ist es halt GNOME. Und dadurch, dass der Cosmic Desktop jetzt noch auf GNOME basiert, beziehungsweise aus GNOME Extensions, die ich nicht mehr missen möchte in meinem aktuellen Workflow, wenn der Cosmic Desktop komplett eigen gecodet wird in der eigenen Codebasis, werden ja diese Extensions irgendwo wegfallen oder diese Möglichkeit, Extensions zu installieren, so einfach. Das fände ich dann schade. Ne? Aber wenn der gut gemacht ist, give it a try, why not? Ne? Also bin ich erstmal offen. Wenn es Quatsch ist, ist es Quatsch. Dann wird es vermutlich entweder eine andere Distribution oder ich tue auf jedem PopOS den Cosmic wegschmeißen und wieder GNOME installieren. Habe ich auch kein Problem mit. Aber ja, brauchen wir jetzt wieder einen neuen Desktop, ist die Frage. den Cosmic Desktop, den habe ich auch mal auf Manjaro ausprobiert. Aber ja, der ist noch ziemlich unstabil, beziehungsweise kriegst du den auch nur über den Unstable Branch. Aber ja, auch von der Bedienung her hat es mir nicht zugesagt. Da bleibe ich lieber bei XFCE, das finde ich besser persönlich. Ja, also was halt am besten zu deinem Workflow passt, also da ist es mir
relativ. Ich war vorher auch ganz lange noch mit XFCE zufrieden und irgendwann habe ich mich, sage ich mal, an GNOME gewöhnt und habe einen Lieben gelernt. Und zurzeit ist halt GNOME meine Desktop-Umgebung der Wahl. Mal sehen, wie es nächstes Jahr, übernächstes Jahr in 3 Jahren aussieht. Vielleicht wird es dann der Cosmic Desktop, vielleicht aber auch nicht. Ne? Also da bin ich offen. Wie sieht es denn eigentlich aus bei den Zuschauern? Was benutzt ihr gerade so aktuell? Das würde mich mal interessieren. Und seid ihr, ich sag mal, Desktop-Environment-Probierer oder seid ihr auch festgefahren immer auf einen Desktop-Umgebung so? Das ist tatsächlich immer eine Frage. Also ich habe ja heute Vormittag auch einen Vortrag über Linux Mint versus XFCE, Cinnamon versus XFCE gemacht. Und ja, hat ja tatsächlich auch schon ein paar Unterschiede und sowas. Eigentlich, was fast gleich eingerichtet ist und so weiter. Und jeder hat also seine eigenen Vorlieben. Und von daher, boah, ich bin echt gespannt, ob Cosmic wirklich das Ding rumreißt oder irgendwie eine neue Sache bringen. Weil eigentlich, meiner Ansicht nach, kann man da so ziemlich alles auf einer gewissen Codebasis doch dann weiterentwickeln. Weil diese GNOME-Sachen ist ja eigentlich auch ein Vorteil für die Dings-Leute, für die Pop-OS-Leute, wenn sie auf der GNOME-Basis bleiben, dann sind neue Technologien, wie beispielsweise Thunderbolt vor ein paar Jahren oder sowas, sind dann direkt in der Code-Basis mit drin und sie müssen sich nicht drum kümmern. So müssen sie wieder jedes Feature oder viele Features dann selber einbinden und schauen, wie sie die zum Laufen kriegen. Und das ist so, weiß ich nicht. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Das ist sehr, sehr viel, was sie sich da aufbürden. Und ganz ehrlich, jetzt haben sie vor einem Jahr gesagt, ja gut, wir machen unseren eigenen Desktop Cosmic basierend auf GNOME. Und ein Jahr später sagen sie jetzt, ja, wir machen jetzt einen neuen Desktop. Wie sieht es in einem Jahr aus? Ja? Das ist so, ja, es wirkt nicht erwachsen, jedenfalls momentan nicht. Ja, wenn hätte man die Entscheidung meiner Ansicht nach so richtig schon vor einem Jahr fällen sollen. Also was ist denn das dann da irgendwie rumzudoktoren und zu sagen, nee, jetzt machen wir doch nochmal alles anders. Das erwarte ich von einem kleinen Entwicklerteam, was irgendwie, keine Ahnung, orientierungslos ist. Aber eigentlich System 76 da sollte meiner Ansicht nach schon ein bisschen professioneller wirken in der Hinsicht tatsächlich. Ist jedenfalls meine Meinung, oder? Ja, teilweise kann es auch sein, dass es als Versuchsballon benutzt wurde. Wie kommt es an? Ja, und du darfst nicht vergessen, das ist noch in der Planungsphase. Die haben ja vielleicht ist es auch so, die haben sich mit der Version 21.4 gedacht, wir machen mal einen Cosmic Desktop und gucken, was die Leute oder die Community dazu sagt, um eben den nächsten Schritt zu planen, wie jetzt vielleicht komplett eigen zu entwickeln. Kann man eigentlich nur abwarten. Also ich bin gespannt, was rauskommt, wenn was rauskommt. Und wenn nicht, also bei mir ist es aktuell so, ich tue Pop-OS eigentlich, dieses eigene Dock, was sie haben, gefällt mir nicht so. Da bin ich echt so ein Fan von der Dash-to-Dock-Erweiterung unter GNOME. Die passt für mich besser, optisch und Workflow-technisch. Ich finde dieses Cosmic Dock einfach nicht, nee, ist nicht meins. Kann jeder anders sehen, ist halt nicht meins. Ich baue immer so das Pop-OS um, wie es mir gefällt. Ich habe auch noch nicht mal das neue von Pop-OS gesehen, den neuen Desktop. Ja. Kann ich mir noch nicht mal ein Urteil erlauben. Die sind noch nicht mal so extrem groß, die Unterschiede. Das ist, wie gesagt, unten ein eigenes Dock, ein paar Till, also Window-Tiling-Geschichten mit der Pop-Shell, die aber schon relativ von Anfang an dabei ist, sind eher dezente Kleinigkeiten, wo sie sagen, Unleash Your Potential, ne? Ist ja der Entspruch. Absolut. Jemand schreibt, man darf auch nicht vergessen, dass System 76 ein Hardware-Hersteller ist, der mit seiner Hardware wahrscheinlich näher am Kunden ist, als es KDE oder GNOME derzeit ist. PS, ich habe weder hat. Okay, gut, egal. Ja, jedenfalls, ja klar, System 76 ist natürlich erstmal ein Hardware-Hersteller, aber wenn sie dann schon selber ein System machen und das dann so auch anpreisen und so weiter, dann, ja, sorry, sind sie mehr als ein Hardware-Hersteller und müssen dann das andere auch, ich sag mal, auf die Reihe bekommen. Und nochmal zu eurem Argument vorhin, ja gut, die probieren mal ein bisschen aus. Klar dürfen sie ausprobieren, aber doch nicht öffentlich, dass sie dann nach einem Jahr wieder das Ruder umschwenken. Ne? Also klar, ich verstehe das, als im Hintergrund machst du das sicher, dass du es ausprobierst und schaust, hey, wie läuft es? Aber ja, ne? Wisst ihr, was ich meine? Aber ja, lass uns nicht auf dem Thema jedenfalls rumreiten. Ja, genauso könnte es ja auf Tuxedo
übertragen das ganze Konstrukt. Die haben ja auch ihr Tuxedo OS, was ja auch nur ein angepasstes Ubuntu mit einem angepassten Desktop ist, ne? Das ist eigentlich wirklich nur noch die Desktop-Hintergrund und ein paar Treiber-Geschichten. Ja, mehr also ist es gar nicht mehr. Die haben da gar nicht so viel. Wir haben ja ein Tuxedo auch bekommen von ja, von Tuxedo halt. Für, ja, das ist ein unglaublicher Satz, den ich ja gerade formuliert habe. Jedenfalls ja, haben wir den als Streaming-Rechner und das funktioniert super. Wobei ich muss sagen, ich habe das Tuxedo OS, was da drauf ist, das ist ein Ubuntu Budgie, was ein bisschen angepasst ist, habe ich runtergeschmissen und Linux Mint XFCE drauf. Nicht, weil ich das nicht mag, sondern weil ich einfach keine Experimente wollte. Und ja, dann so jeder Streaming-Rechner quasi gleich läuft. Aber ich muss sagen, das Ubuntu oder Tuxedo OS, das sah nicht schlecht aus. Und die haben auch zwei eigene Programme geschrieben, womit man das System besser steuern kann. Und das haben sie schon schick gemacht, das muss man auf jeden Fall sagen. Und ja, so geht's auch, ohne einen ganzen Desktop zu entwerfen. Und haben trotzdem ihr eigenes Design da ein bisschen durchgesetzt. Und meiner Ansicht nach ist es dann doch schon erstens effizienter. Und ja, aber gut, vielleicht will System 76 mehr. Und warum nicht? Gerne. Also bin ich der Letzte, der sagt, nö, warum nicht? Ja, und die sollen auch ganz gerne ein bisschen Variation in den Markt bringen, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Jeder Linux-Notebook oder jeder Linux-Hardware-Hersteller, der sich auch in der Software engagiert, belebt damit einerseits den Markt, das Angebot, somit die Nachfrage und die Akzeptanz im Endeffekt damit. Ob das jetzt was für jedermann ist, ist dahingestellt, aber solange es eben Open Source ist, kann ja jeder mit der Software machen, was er will. Also nur weil ich jetzt System 76 Notebook oder eben ein Tuxedo Notebook anschaffe, muss ich ja nicht diese Software dort benutzen. Habe ich auch. Ich habe ja auch dienstlich ein Tuxedo Notebook. Hashtag no sponsored an der Stelle, ne? Und da habe ich ja auch das Tuxedo OS runtergeschmissen und mir ein einfach standardmäßiges Ubuntu installiert. Und da gab es damals noch ein Skript von Tuxedo, wo man die Treiber nachinstalliert für die passende Hardware. Und mehr habe ich nicht gemacht. Micha, schau dich doch bei uns in der Firma um. Alle Tuxedos, die wir haben, haben irgendwo sein eigenes Linux drauf. Von irgendein, jeder so wie er es mag. Und das ist ja auch das Schöne, dass dann die Vielfalt da in diesen Punkten definitiv funktioniert. Und nicht abhängig ist von der Hardware. Siehe Microsoft aktuell. Ja, klar. Wird sich rausstellen. Philipp, du warst die letzten Minuten so ruhig. Hast du was dazu zu sagen? Nee, das sehe ich auch so. Also. Ach so. Die Vielfalt macht's. Ich denke halt, dass System 76 und Tuxedo Computers, die wollen halt so teilweise, glaube ich, die Apple-User abholen, weil die ja quasi das gewöhnt sind, dass Hardware und Software miteinander zusammen gut spielt. Ja, und ja, das ist so meine Meinung dazu. Da. Wird sich rausstellen. Also ich bin gespannt, ob es eine Eigenentwicklung wird, wie sie wird und ob sie meine Gnome-Vorliebe ja, verändern kann, ne? Nachhaltig. Das ist die Frage, das wird sich aber die Zukunft zeigen. Bis jetzt bin ich aber erstmal darauf eingestellt, sollen sie bitte gerne machen, weil das belebt nun mal die Community, die Vielfalt und die Möglichkeiten, ist meine Meinung, dass ich dazu abschließend sagen möchte. Kann ich nur zustimmen, absolut. Sind wir gespannt. Ja. Gespannt ist gut. Spannen wir mal den Bogen von schönen Desktops zu schönen Bildern über Bildbearbeitung zu GIMP 3. Das ist ein toller Bogen. Ich bin halt schon wieder der Meister der Übergänge, keine Ahnung. Das ist schon wieder ganz schlimm. GIMP 3, ich soll rauskommen, ist rausgekommen. Weiß ich gerade nicht aktuell. Auf jeden Fall haben sie einiges mal wieder so unter der Haube gemacht. GTK3-basierte Benutzeroberfläche, hast du ja vorhin gesagt, also selbst Raspberry Pi OS ist da ein bisschen
träge, was das Ganze angeht. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, man kann jetzt mehrere Ebenen auswählen, was sogar irgendwie mit neuen Features zusammenhängt. Ich möchte jetzt auch nicht alles im Detail durchgehen, weil dann wird das ganz schön lang, die Liste. Ich möchte es relativ knackig halten. Neues Paint Select Tool soll es auch geben, was das Ganze nochmal ein bisschen revolutionieren soll, auch mit diesen mehreren Ebenen zusammenhängen soll. Verbesserte Gestenunterstützung. Gesten, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie sich das dann auswirkt. Also richtig. Wie willst du Gesten in GIMP implementieren? Also wenn du jetzt einen Kreis wischst, dann kommt jetzt der Pinsel. Wenn du einen Strich wischst, kommt der Radierer. Oder was ist das? Ja, keine Ahnung. Also ich habe mich auch noch nicht mit diesen Gesten beschäftigt, obwohl ich ein Grafiktablet habe, was ich auch ganz gerne mal benutze. Aber ich habe es noch nie für Gesten benutzt. Ich glaube, es geht auch gar nicht für Gesten, weil Gesten wäre eigentlich eher so ein schönes Trackpad wie beim Notebook. Oder vielleicht meinen sie das so, dass du das so zoomen kannst, beispielsweise einfach mit den Fingern oder sowas. Ja. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Das ist aber eigentlich schon hart, dass es jetzt erst kommt. Beispielsweise Xornal Plus. Kennt ihr das? Das gehört habe ich schon mal, ja. Ja, Xornal Plus ist quasi das Programm für irgendwelche Touchscreens mit Stiften und so weiter, also auch solche Wacom-Grafik-Tablets. Das habe ich auch ganz häufig in der Uni genutzt, auf meinem Laptop. Da kannst du alles mitmachen. Kannst du zoomen, kannst du, ich glaube, schon fast drehen. Und das ist richtig, richtig cool. Also das ist wirklich Open-Source-Software at its finest. Und es funktioniert besser als die große Konkurrenz. Und kann ich nur empfehlen, für die Leute, die ein Grafiktablet haben, Xornal Plus ist klasse. Aber da kommen wir ein bisschen ab vom Thema. Aber generell, ja, ich bin sehr gespannt, was die Gesten da machen. Ja, aber sowas wie Pinch to Zoom, also ist eigentlich so eine Standardgeste, die müsste seit Ewigkeiten drin sein, meiner Meinung nach. Also, ne? Na, du kennst GIMP nicht. Naja, doch, ich benutze es ja hin und wieder. Ja. Ich muss sagen, was mich richtig bei GIMP ankotzt, ist das mit dem Text-Tool. Also das Text-Tool ist immer noch nicht so ausgereift. Wenn du irgendwie irgendwas, ich sag mal, anders eingibst, irgendwie vielleicht die Zeile löscht und dann nochmal was schreiben willst, dann resettet sich die Schriftart und sowas. Und das ist richtig, richtig komisch. Also wenn du am Anfang an einer Zeile irgendwas schreiben willst, dann tut er irgendeine andere Schriftart nehmen, die du eigentlich eingestellt hast. Und das ist irgendwie kompletter Mist, muss ich sagen. Also das würde mich freuen, wenn sie das mal beheben. Aber also einfach mal schöner gestalten. Ne? War ja auch, ich glaube, bis GIMP 2.10 oder sowas auch ein richtiger Schmerz, sage ich einfach mal, das Transformationstool zu nutzen. Das haben sie jetzt Gott sei Dank zu GIMP 2.10 gut gemacht. Aber GIMP ist ein tolles Programm. Du kannst so viel damit erreichen. Aber ja, es ist manchmal nicht ganz so zugänglich. Das würde ich mal so ein bisschen hinschreiben. Und ich hoffe, dass es GIMP 3.0 besser macht. Das was mit dem zugänglich, Fall? Da kann ich zustimmen. Ich glaube, ich brauche einen GIMP-Kurs irgendwann mal. Ja, man muss, also die Lernkurve bei GIMP ist fast noch krasser, wenn man sich versucht, aus dem kalten Arch zu installieren, so gefühlt. Das schlägt ein. Aber was wir auf jeden Fall besser machen, ist Dateiunterstützung von Dateiformaten so rum. Das hab ich so mitgekriegt. Also manche Dateien kann es, aber muss es irgendwie in irgendwelche Farbprofile umstrukturieren? Nee, umwandeln. Da ist das Wort, was mir gefehlt hat. Umwandeln. Um damit kompatibel zu sein. Da wollen sie eigentlich mit der 3.0er-Version einiges gemacht haben. Ja, und ansonsten sind das erstmal so die Ecken und Punkte, die GIMP 3.0 dann hat. Mal sehen, wann es dann irgendwo verfügbar ist. Kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, ne? In welcher Distro das dann aufschlägt oder ja, wie man sich es installieren muss. Oder Flatpak. Ja. Flatpak, AppImage, je nachdem. Selbst kompilieren. Wie man will. Ja, es ist halt natürlich so meine Frage. Patrick hat es quasi indirekt beantwortet. Er nutzt so GIMP eher nicht so, weil ja, Keule. Also, das erschlägt einen. In gewissen Punkten nutze ich schon. Da kann ich mich anschließen. Also, ich habe das seit Jahren nicht mehr benutzt. Das letzte Mal war in der Schulzeit. Ist auch eine ganze Weile her jetzt. Ja. Ja, man muss sich auch krass umgewöhnen. Also bei GIMP ist es bei mir so,
ich lege eigentlich fast für jeden Schritt eine neue Ebene an und ich glaube, so ist es auch gedacht. Also du arbeitest exorbitant viel mit Ebenen in GIMP. Ja, absolut. Ja, absolut. Also ich nutze GIMP tatsächlich täglich. Einfach für Thumbnails, für Grafiken, für die Talkstage ist alles über GIMP erstellt, also die meisten Sachen. Und ja, wenn man sich eingearbeitet hat, dann funktioniert das auch richtig, richtig gut mit Hilfslinien und so noch und allen möglichen Tricks, die du auf Lager hast, dann geht das ganz gut. Aber es hat halt seine Besonderheiten und ja, es geht manchmal ein bisschen besser, aber tatsächlich so jetzt erstmal für die reine Bildbearbeitung ist es schon echt okay. Ne? Ich würde sagen, es kann schon sehr, sehr gut mit der großen Konkurrenz mit dem P mithalten, was so Standardsachen angeht, da ist es super. Genau, das meine ich. Nee, Paint 3D. Paint 3D. Ja, stimmt. Ja, genau so. Also ab Windows 11 wieder raus ist. Ja. Oh, stimmt, ja. Nee, also jedenfalls, da ist Paint gibt es ja gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht, stimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ja Ewigkeiten mal kein Windows mehr richtig genutzt. Nee, aber Paint soll wieder kommen, aber dafür fliegt Paint 3D wieder raus. Ach nee, Paint 3D, das war doch mein Lieblingsprogramm. Okay. Schade. Mal nebenbei, woher weiß man, dass Paint ein Microsoft-Produkt ist? Oh. Weil Paint im Namen ist. Oh, der ist nicht schlecht. Der ist nicht, der muss ich fühle mich gerade gemobbt. Nein. Der ist schon wieder ganz schön. Der ist flach gewesen, aber der musste sein. Ist nicht schlecht. Den kannte ich gar nicht. Den habe ich mir auch gerade ausgedacht. Manchmal muss man sich auf Sachen ausdenken. Nicht schlecht, ja. Das ist sehr cool. Ach, dieses Mobbing immer gegen Microsoft. Jetzt ist die Sache, von den Features, die so drin sind, hat man jetzt wirklich drauf gewartet? Eigentlich, ich persönlich, ja, höchstens die Dateiunterstützung. Das hat mich meistens immer so genervt. Also wenn du irgendwo ein Projekt geöffnet hast, der irgendwie gesagt hat, sRGB kann ich gerade nicht so, überführ das mal in SMYC oder weiß der Geier. Okay, mal sehen, wie es mit der 3er-Version wird. Ansonsten. Also tatsächlich, ja, insgesamt, ja, es ist schon eine Sache. Die Frage ist, ich selber erwarte es auch keine neuen, richtig krassen Features, aber vielleicht die vorhandenen einfach ein bisschen besser, na, wie ich schon vorhin gemeint habe, besser umzuschreiben, ein bisschen besser zu strukturieren. Das haben sie ja auch schon gemacht zu 2.10. Ich denke, das haben sie auch zu 3.0 jetzt auch gemacht. Mal schauen, wie das dann auch wirklich in der, am Ende in der, in der Praxis dann aussieht. Aber generell, hey, also ich muss sagen, GIMP ist ein tolles Programm, haben wir ja auch heute am ersten Vortrag gesehen. Ich glaube, wann ist es rausgekommen? 1996, die erste Version. Und hat sich seitdem doch ganz gut durchgemausert. Und ja, also einfach nur ein weiterer Schritt. Ich würde nicht sagen, es ist die Version, oder? Oder würde jemand sagen, krass, an GIMP 3.0, da kann sich noch jeder 2 Jahre lang dran erinnern, als das rauskam. Das hat mein Leben verändert. Nee, das würde ich so nicht sagen. Bei Blender 2.8 oder 2.10 war es so. Ich weiß gar nicht, was das für eine Versionsnummer war, aber dieser große Blendersprung, ne? Oder 2.8 war es, genau, 2.8. Von Blender 2.7 auf 2.8. Das hat wirklich jeden Blenders-Nutzers das Leben verändert und viel leichter gemacht. Aber ich glaube, da ist jetzt GIMP nicht ganz so stark. Aber hey, ist trotzdem echt ein tolles Programm. Also wer das noch nicht hat, ein bisschen Eigenwerbung auf Linux Guides, gibt es einen GIMP-Kurs. Ne, könnt ihr in einer Stunde zum halben GIMP-Profi werden. Ja, ist eine Stunde, aber geht nicht. Nee, nicht deswegen. Ich habe es mir angetan. Ach ja. Ich habe es mir wirklich angeschaut. Ein paar Sachen habe ich dadurch auch, sind sich auch bei mir hängen geblieben. Ja. Aber das Problem ist, man vergisst auch viele Sachen bei GIMP. Das stimmt. Einfach, die sind dann, wenn du damit nicht jeden Tag arbeitest oder nicht arbeiten musst, verlierst du es. Brauchen Übung. Ich suche mich regelmäßig dumm und dusselig, wenn ich einfach mal ein Icon erstellen möchte aus irgendeiner normalen JPEG-Datei. Kann man ja konvertieren in diesem Bereich. Suche ich mich dann dumm und dusselig in den Menüs, wo das dann war.
Ich suche mich aber heute noch dumm und dusselig. Also das ist kein, kenne ich genauso. Dann bin ich beruhigt. Ja, das ist ein Feature von denen. Ja. Du musst suchen, sonst ist es nicht GIMP. Nee, Quatsch. Was ihr auch nicht vergessen dürft, GIMP ist ja quasi auch nur eine Bildbearbeitungs-Engine. Also mit Anführungszeichen für alle, die es nur hören. Was ihr nicht vergessen dürft, es gibt ganz viele Skriptsammlungen, die nochmal Effekte und sonst da was hinzufügen, wo ich mir wünschen würde, warum sind die nicht standardmäßig drin? Es gibt eine Python-basierte Effektsammlung, dieses selektive Heilen, dass du einfach mal Sachen rauskaschieren kannst, was ja beim großen P, was nicht von Microsoft ist, einfach mal per Standard drin ist, was man brauchen könnte, wo man, ja, das out of the box ganz gerne mal dabei sein könnte, meiner Meinung nach. Aber das Rauskaschieren kannst du auch so machen. Also so relativ, also mit den Standard-Tools, nicht automatisiert, aber du kannst es sehr, sehr einfach auch machen. Also das geht schon, ja, also Pickel rausmachen oder so. Ja. Aber es gibt sicher sehr coole Plugins, absolut. Ja, ja, nee, es gibt auch dieses Selective Healing. Also das ist, das musst du zusätzlich mit einer Skriptsammlung, muss ich dir irgendwann mal zukommen lassen, machen. Das ist, deswegen habe ich GIMP als Flatpak oder App-Image. Weil es da mit den Abhängigkeiten ab und zu mal Probleme gibt. Deswegen ist das mit drin. Ich glaube, ich habe es als Flatpak, wo es mit drin ist. Gibt's ich auch tatsächlich. Ich auch. Also dementsprechend, du kannst es ja noch erweitern. Wenn du einmal durchgestiegen bist, ich muss auch zugeben, wenn ich es mal so brauche, so alle paar Wochen, wenn ich mal was bearbeiten muss, manche Sachen weiß ich noch, wo sie sind. Und dann da muss ich mich ganz schön anstrengen und überlegen, wo was war. Aber dafür gibt es ja die großen Weiten des Internets, wo man nochmal nachgucken kann. Ja, ansonsten, wie ist denn so die Meinung über GIMP im Chat? Nutzt ihr das viel? Gibt es andere Alternativen? Und für was Meinung nutzt ihr das? Für was genau, für was? Genau. Das würde mich auch sehr interessieren, weil manche schwören einfach auf Inkscape und machen alles auf Inkscape. Beispielsweise Hauke, mit dem mache ich immer so Livestreams, der schwört auf Inkscape natürlich. Ja? Also hat da tatsächlich doch relativ Kontakt zu Inkscape und nutzt es dann auch die ganze Zeit. Also beispielsweise die ganzen, Folien, die er dann für uns oder für mich gemacht hat, dann für Halloween oder sowas, hat er nochmal spezielle Sachen gemacht. Das hat er alles über Inkscape gemacht, ne? Und exportiert dann das als PNG und dann ist das so sein Workflow. Aber ich habe eine ganz andere Herangehensweise, mache das alles über GIMP tatsächlich. Ist ganz witzig. Wir kommen beide zum Ziel. Tun uns dann beide ein bisschen verteufeln so manchmal, ach nee, schon wieder dieses Format, mach das doch gescheit. Sagen wir beide jeweils so nach dem Motto. Und wir kommen beide zum Ziel, aber nutzen ganz, ganz andere Ansätze. Das ist eigentlich tatsächlich auch ganz witzig. Bin mal gespannt, disst ihr euch wirklich so nach dem Motto, ach, du schon wieder mit deiner SVG, warum nimmst du nicht PNG? Oder wie ist das? Ja, nicht ganz so, nicht ganz so. Aber doch, ein bisschen schon. Okay, es sind schon Sticheleien da. Okay. Ja, immer. Muss ja sein. Ne? Muss ja sein. So, seht ihr schon Nachrichten im Chat? Bis jetzt noch nicht. Ja, wird nur gefragt, wie lange der Stream noch geht. Das ist ja sehr hoch motivierend. Bis du mir schreibst, für was du GIMP nutzt. Ja, genau. Ja. Nee, ich glaube so. Pass auf, dann kommt vielleicht noch ein Text, welcher 10 Minuten geht. Absolut. Allein nur, um den Text durchzulesen. Ja, da freuen wir uns. Nee, also ich glaube, geplant ist okay. Bis halb, oder? Es gibt gerade im Chat Fotogimp als Alternative, was angepasst hat ans große P und dadurch ein bisschen intuitiver ist. Wusste ich noch gar nicht. Danke dafür. Bin ich auch sehr gespannt. Ne? Okay, muss ich auch mal anschauen. Gibt ja auch für Blender so eine ganze ganz neues, oder nicht ganz neues Programm, aber ganz neues Interface, was dann auch nochmal sich an irgendeiner anderen proprietären Software orientiert. Ist nicht schlecht, aber meiner Ansicht nach, hey, also wenn du was gescheit lernen willst und gescheit machen willst und auch Tutorials dann folgen willst, dann sind häufig solche Orchideen, sage ich, nicht so das Wahre. Also manchmal hilft's, aber ich würde die nicht zu überbewerten wahrscheinlich. Und bis dann neue Features da drin sind, dann dauert's wieder. Also von daher
Ich weiß nicht, vielleicht guckt man sich das mal ein bisschen an, das richtig zu lernen, wie es vielleicht auch intuitiv von den Entwicklern empfohlen wurde. Dann tut man sich am Anfang vielleicht ein bisschen schwerer, aber hinten raus, glaube ich, kann das dann doch ein bisschen helfen und gibt ein bisschen mehr. Oder man kauft die Tastatur von GIMP, wo die ganzen Tastenkombinationen draufstehen. Das ist auch eine Idee. Das ist ganz ich weiß gar nicht, gibt es von GIMP überhaupt eine Tastatur? Keine Ahnung, aber wir sagen mal ja. Und wenn nicht, wenn ich kann es nicht mehr lange dauern, bis jener so ein Sticker-Set rausbringt, wo es dir selber basteln kann. Sticker auf die Tastatur klebt. Morgen im Tux-Tage-Shop. Ja. Apropos Tux-Tage-Shop. Wo es uns guten Shop, Tassen gibt. Da kann man sich ganz netten Merch kaufen. Ja, absolut. Ja, genau. Habt ihr gerade Merch da? Also ich muss sagen, ich habe hier gerade hier mein tolles T-Shirt und diesen richtig schicken Hut, Leute. Habt ihr den schon gesehen? Ich kann eine Tasse anbieten. Sehr cool. Ich glaube, wenn man den so hat, dann ist es ein bisschen cooler, weil wenn ich den so habe, dann sieht es scheiße aus. Ah, Hauptsache, du fängst dich an, Teenage Dirtbag zu singen, dann ist alles okay. Okay, ja, nee, das machen wir nicht. Ja. Der Micha hat einen Pulli an auf jeden Fall. Ja, ich tue jetzt nicht umsonst so halb schräg im Sitz sitzen, damit man es ein bisschen... Das mache ich auch gleich, ja. Ja, sehr cool. Nee, wir haben dazugelernt zum letzten Mal. Genau. Da wurde sich ja Tassen gewünscht, aber da hatten wir keinen Anbieter. Jetzt haben wir Tassen plus mehr. Das stimmt, das stimmt. Also schaut da gerne rein, wenn ihr wollt. Ja. So. Genau. Nee, cool. Ja, aber tatsächlich haben sich ganz viele gemeldet, wie sie GIMP nutzen. Wahrscheinlich nutzt keiner GIMP hiervon. Naja, ja, genau. Ja, einer schreibt, meinen Minimalansprüchen genügt Image Magic vollkommen. Ich habe nie Image Magic benutzt. Na, da kann man ja auch Krita oder ähnliches benutzen. Das ist ja auch eher so wie simpler wie Paint, ne? Ja, simpel gehalten wie Paint, so ist der Satz. Verwendet Image Magic, um zwei Bilder zusammen zu merchen. Mhm. Quasi. Ja. Also sonst aber auch nicht. Nur für die eine Sache. Aber eines der unnötigsten Sachen, finde ich, ist auch, das heißt, also Zeichnung einfach auf Deutsch. Und das Ding heißt Gnome, Gnome Draw oder sowas. Dieses Gnome Zeichenprogramm. Das ist so ein Paint-Up-Klatsch. Und das ist so blöd zu nutzen, das will keiner nutzen. Also das ist wirklich das schlechteste Programm, was ich gesehen habe. Dass das Linux Mint jetzt wirklich standardmäßig da drauf installiert, weiß ich nicht. Warum machen sie das? Ja. Klar hat es wahrscheinlich weniger Speicherplatz als GIMP auf der Festplatte, von daher sind die ISOs dann ein bisschen kleiner. Aber wirklich, also wer das freiwillig nutzt, das weiß ich auch nicht. Also jedenfalls, ich persönlich bin kein Fan von, wie ihr vielleicht ein bisschen raushört. Ja. Und das ist bei Linux Mint? Ja, das ist bei Linux Mint Site 20.1 oder sowas Standard. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, ja. Hast du nichts verpasst. Weil du vermutlich wenig Bilder bearbeitest, ne? Ja. Nee. Und wenn, dann lasse ich sie bearbeiten. Ja, so sieht's aus. Ja, ja. Weil da hat man jemanden doch an der Hand, der da sich ein bisschen besser damit auskennt. Ja, das ist natürlich cool. Oh. Und ja, da wird das große P halt genutzt. Ja, hey, ganz ehrlich, du musst effizient arbeiten. Ne? Wenn du ethisch korrekt und mit Ökostrom und dem arbeiten willst, dann kommst du nirgendwo an. Also manchmal muss man auch so ein bisschen pragmatischer alles sehen. Jedenfalls so meine Meinung manchmal. Aber nur, wenn du professionell arbeiten willst und ein Produkt mit P nehmen würdest, würdest du ja GIMP nicht ausschließen. Doch. Nur mal so. Boah, hier gibt es einfach kein Füllenwerkzeug in dem Ding. Ich probiere mal das Paint mal nebenbei aus. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen was gemalt. Es gibt kein Füllenwerkzeug anscheinend. Das ist ein Mist. Ja, das soll ein bisschen Beschäftigungstherapie sein. Das kannst du schön selber mit dem Stift machen, so gefühlt bestimmt. Ja, Leute, ich bin die nächste halbe Stunde da mal beschäftigt. Ne? Meldet euch. Ärgerst dich jetzt schon mal, ob du eine 3000x3000 bei jemandem genommen hast, oder? Das stimmt. Das kann jetzt eine Weile dauern. Ja, oh, absolut. Ja, es ist wirklich Mist. Ich schließe das Ding. Das kannst du ja wirklich vergessen. Ja. Apropos schließen, ich denke mal, wir sind thementechnisch, haben wir uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Der Chat hätte jetzt noch ganz gut
die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn welche wären. Ansonsten müssen wir das Ganze nicht länger ziehen, als es ist. Absolut, aber Image Magic per Skript, das muss ich mal machen für ein Video. Mhm. Das interessiert mich auch mal. Weil eigentlich, beispielsweise für die Tox-Tage, wäre es auch geil gewesen, wenn ich da die ganzen Banner, die ihr unten seht, die eingeblendet werden, habe ich alle händisch erstellt. Das ist viel Arbeit gewesen. Mit GIMP. Aber ja, mit Image Magic wäre es auch cool. Aber ansonsten, was ich auch noch empfehlen kann, ist Affinity. Mhm. Jetzt weiß ich nur nicht, ob es das für Linux gibt. Aber es ist definitiv sehr, sehr, man kann es eigentlich sagen, es ist ein Fork von Photoshop. Okay. Es ist, kostet zwar auch ein bisschen was, aber der Vorteil ist, du kaufst eine Lizenz und kannst es auf sehr vielen Rechnern installieren, so wie du es möchtest. Und du kannst halt, wenn du es ein Tablet hast, kaufst du dir da nochmal die App und dann kannst du auch die Fotos dort über das normale Tablet bearbeiten. Ja, es gibt viele Bildprogramme in der Hinsicht, ne, wo du dann, boah, das ist unglaublich. Ja, sehr, sehr cool. Aber ich denke, ich wäre auch für meinen Teil durch für heute, glaube ich. Seht ihr noch was Schönes im Chat? Welche Werkzeuge verwendet ihr für eure Server zum Orchestrieren? Da können wir jetzt Ewigkeiten drüber diskutieren und quatschen. Das ist ein bisschen sehr... Bis morgen um 9 Uhr haben wir Zeit. Ja, nee. Oh, ich wollte halt noch kochen. Ja. Oh, lecker. Ja. Dann machen wir mal ein Video zu, habe ich mir gedacht. Ja. Tatsächlich über die ganze Tox-Tage-Technik wollte ich ein Video mal dazu machen, wie unser OBS-Setup aussieht. Da muss ich sagen, ja, ich habe OBS studiert dafür. Das ist unglaublich. Ich glaube, fast jede Funktion nutzen wir da aus. Nicht jede, aber doch sehr, sehr viel und sehr, sehr viele Tricks und Kniffe. Und tatsächlich auch servertechnisch ist auch unglaublich, was wir da jetzt aufgestellt haben. Also auch danke an das Technikteam, die haben da sehr, sehr viel Arbeit auch abgenommen. Das ist echt unglaublich, wie wir das hinbekommen haben. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt dann doch so rund lief. Ja, und vorhin, als die Tracks da Feierabend gemacht haben, das war einfach nur, weil die Bandbreite ein bisschen mal kurz weg war. Könnt ihr mal was über CAT oder CAM machen? Wäre vielleicht was für ein Linux-Guides-Tutorial, wenn man irgendwie mal CAT-Alternativen... CAD. Hm. Ja. Ich habe noch nie das Ganze gemacht. Von daher schwierig. Hm. Aber vielleicht finde ich einen Gastvortrag. Also wenn jemand was veröffentlichen will, schreibt mir einfach. Kriegt man sicher hin. Wie hieß er? Kein Johnson kann noch mal kurz spezifizieren, ob er das jetzt im Allgemeinen meint zum Orchestrieren oder jetzt im Speziellen für die Tux-Tage-Technik? Ansonsten währenddessen kann ich dann schon mal darauf hinweisen, dass wir uns gleich alle im Work-Adventure treffen und wir sind noch 75 Zuschauer, über 80 Zuschauer sind wir noch. Also erstmal herzlichen Dank, dass ihr noch um die Uhrzeit da seid. Das freut uns ungemein. Ja, wir treffen uns jetzt alle im Work-Adventure. Jetzt müssen da alle rein. Und dann haben wir einen schönen Abend auf jeden Fall gleich. Also könnt ihr schon mal reingehen, weil die Sitzplätze sind begrenzt. Ne? In der Kneipe stehen hier so viele Stühle. Nee, Spaß. Ja, kommt da gerne rein gleich. Dann machen wir einen schönen Abend gleich. Mhm. Allgemein, auch da kannst du fast alles nehmen. Also ich habe Erfahrung mit Ansible, Kubernetes ein bisschen, wenn es in der Container-Orchestrierung geht. Zum Orchestrieren kannst du zu viel nehmen. Puppet habe ich mich auch mal ein bisschen reingearbeitet. Ah, gut, schreibst du gerade selber. Oder einfache Shell-Skripte, ja. Da ist ja der Markt, also was ist der Markt? Die Möglichkeiten groß. Ne? Da können wir mal extra drüber quatschen, zum Beispiel im Anschluss im Work-Adventure. Dementsprechend würde ich jetzt einfach noch mal meinen Blog runterrasseln, wie zum jeden Ende des Podcastes. Erstmal danke an euch da draußen fürs Dabeisein, für die Hörer, für die Zuschauer. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr bei den Tux-Tagen wart in diesem speziellen Fall. Ich bedanke mich an meine Gäste, den Jean, den Patrick und den Philipp. Bitte. Immer wieder gerne. Und danke dir, dass du es wieder organisierst. Ja, kein Ding. Wenn jemand als Gast mal dabei sein soll, möchte, weil er viel zu einem Thema zu sagen hat, rein theoretisch,
gerne an eine 1, 2, 3, 4. Wir sind inzwischen in der 10. Stunde gefühlt. gerne per Mail an podcast@tux-tage.de oder alternativ kann man auch die Kontakt-E-Mail-Adresse benutzen. Irgendwas, wo ihr uns erreichen könnt. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon hin. Ansible wäre nicht schlecht, schreibt gerade jemand. Ah, hätte man sich bei den Kieler Linux-Tagen, da gab es einen Workshop, da war ich mit drin, der war sehr interessant. Und nochmal, Maren schreibt gerade, ja, danke für das Betreuen des Inkscape-Vortrages. Erstmal herzlichen Dank für den Inkscape-Vortrag. Ich habe ganz viel positives Feedback gehört darüber. Also ich kriege ja die ganze Zeit Mails rein von wie die Leute die Formulare dann ausfüllen und so. Frage ich auch, welcher Vortrag hat euch am besten gefallen? Da kam jetzt ganz, ganz häufig Inkscape. Also nochmal herzlichen Dank. So. Ja. Ich Feierabend. Ich würde sagen, wir sind durch, genau. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns alle gleich im WorkAdventure. Genau, wir kommen aus WorkAdventure, play.workadventure.tux-tage.de oder ihr könnt einfach auf unsere Webseite gehen und dann einer der ersten Links unter diesen drei Action-Buttons sind so kleine Absätze nochmal, da ist der Link auch zum WorkAdventure nochmal. Da wollen wir uns jetzt alle treffen und wünschen ja, dem Ganzen hier noch einen ganz netten Ausklang. Genau, kommt dazu, wenn er wollt. Ich will auch mal sehen, wann so ein Work-Adventure-Server zusammenbricht. Ja, das wollen wir jetzt machen. Ich bin ehrlich, wir wollen mal jetzt einen Lasttest machen. Richtig. Einfach mal, wenn jetzt 60 Leute da reinjoinen, ich will sehen, was die Kiste macht. Ich bin ehrlich. Ab die Post. Genau. Ja, bis zur nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Macht's gut. Ciao. Gehabt euch wohl, bleibt gesund. Ja, und genau, auch an euch im Stream. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Des ersten richtigen Tages in den Tux-Tagen. Morgen haben wir noch ein richtig volles Programm. Ich habe ja hier zwei Seiten vor mir, was wir hier noch haben. Das ist ganz schön viel. Da freuen wir uns schon. Das wird sehr stressig. Aber wir freuen uns. Und seid einfach morgen wieder dabei und jetzt alle ins Work-Adventure. Lasst uns noch einen schönen Abend gemeinsam haben. Und dann würde ich sagen, auch der Regie kann jetzt mal langsam aber sicher in die Pause gehen und bis gleich im Work Adventure.